Man sieht heutzutage immer wieder, dass es Menschen gibt, die sehr neidisch sind auf die muslimische Frau, auf die gläubige Frau, die Kopftuch trägt und so weiter. Und es gibt gerade Neid, großen Neid im Praktizieren der Religion. Das ist ein großes Problem. Man sieht beispielsweise jemand, der geht immer zur Moschee, jemand, eine Frau, die trägt Kopftuch, ein Mann, der trägt Bart. Weil man selber noch zu schwach ist, das zu praktizieren, fängt man an, über diese Person schlecht zu reden. Ja, die trägt zwar Kopftuch, aber die ist so und so. Ja, der trägt zwar Bart, aber der ist so und so. Ja, aber der macht dies und das. Und da werden Geschichten erzählt, die unglaublich sind. Und ich sage, gerade heutzutage ist es unheimlich oft so, dass viele Leute neidisch sind auf die muslimische Frau. Viele Frauen, die den Islam nicht praktizieren, sind neidisch auf die Frau, die den Islam praktiziert. Weil sie genau wissen, dass diese Frau geschätzt wird, geehrt wird, etwas Besonderes ist, unter den Muslimen akzeptiert ist. Ja? Und weil sie selber weiß, dass sie mit ihrem Foxy Brown Aussehen ein Spielzeug ist, ein Sexobjekt ist. Eine Frau ist, die sich offen zeigt. Ja? Und natürlich will ich diese Frauen nicht verteufeln, sondern sie sind natürlich auch in dieser Gesellschaft aufgewachsen. Und ich möchte diese Frauen dazu aufrufen, dass sie sich verbessern. Und dass sie nicht mit dem Finger auf die Frau mit dem Kopftuch zeigen. Natürlich gibt es auch Frauen mit Kopftuch, die schlechter sind als Frauen ohne Kopftuch. Aber ich rede jetzt von den Frauen, die anfangen, die Frauen mit dem Kopftuch schlecht zu reden. Zu sagen, ah, die ist so und so und die macht dieses und jenes und so weiter und so fort. Genauso ist natürlich auch nicht erlaubt, dass man jetzt beispielsweise über Frauen, die kein Kopftuch tragen, herzieht, lästert und so weiter. Was man sagen kann ist, ja, möge Allah die Schwester ihr Kraft geben, Kopftuch zu tragen und so weiter. Weil wir sollen keinen Hass unter den Muslimen fördern. Ja. Aber was wichtig ist, ist, dass man nicht neidisch ist. Und gerade viele Feministinnen heutzutage, ja, oder muslimische Feministinnen, das sind oft Frauen, ja, die neidisch sind auf die muslimische Frau. Und dann fangen sie an zu erzählen, ja, diese Frau, wenn sie wüsste, was sie verpasst hat, ja, ja, wenn sie wüsste, was hat sie denn verpasst? Mehrere Partner, was hat sie denn verpasst? Oder gescheiterte Ehen, wie es meistens vorkommt, was hat sie verpasst? Was? Wir kennen so viele Frauen, die vorher in der Disco gewesen sind, die vorher auf dem falschen Weg gekommen sind, die dann richtig zum Islam gekommen sind und den Islam praktizieren. Was wollt ihr uns erzählen? Wenn die wüssten, was sie verpasst. Was haben sie verpasst? Go-Go Dance auf der Säule in der Disco oder was? Was haben sie verpasst? Wir haben andere Ziele. Die gläubige Frau hat andere Ziele. Ja, und ihr könnt nicht nach euren Zielen die Situation, an euren Zielen die Situation der muslimischen Frau messen. Das ist ein riesengroßes Problem, wenn man beurteilen will, ob die Situation einer bestimmten Person positiv oder negativ ist, dann muss man diese Situation anhand der Ziele der jeweiligen Situation, der jeweiligen Person auswerten. Wenn eine Person beispielsweise als Ziel hat, nach Spanien in Urlaub zu fahren und dann hat er den falschen Flieger genommen auf irgendeine Art und Weise und er kommt in Grönland an, da ist Schnee und Eis, dann wird er sich vermutlich in Grönland nicht wohlfühlen, weil sein Ziel war, in Spanien surfen zu gehen. Aber wenn einer das Ziel hat, eine Schneewanderung in den Rocky Mountains zu machen und er kommt dann in Spanien auf Mallorca Ballermann 6 an, dann wird er sich vermutlich dort nicht wohlfühlen. So. Das Ziel der muslimischen Frau ist es, das Paradies zu erreichen. Und die wahre muslimische Frau, die den Islam kennt und die den Iman verinnerlicht, die wird durch das Praktizieren der Religion die Süße des Glaubens spüren. Und ich kenne solche Frauen persönlich. Frauen, die früher kein Kopftuch getragen haben, die früher tanzen gegangen sind, die aber ihr Ziel geändert haben, die sagen, heute bin ich viel glücklicher als früher. Dann wird mir jemand sagen, ja, wir kennen auch Frauen, angeblich kennen wir Frauen, ja, die waren früher am Kopftuch und die sind heute glücklich in der Disco. Die sind nicht glücklich. Die tun so, als wenn sie glücklich wären.
Aber diese Frauen haben den Islam nie gekannt, sondern die haben das Kopftuch aus Heuchelei getragen. Natürlich, jemand, der ein falsches Ziel hat, der eigentlich gerne viele Männer haben will oder viele Frauen haben will, der wird nicht als Muslim zufrieden sein. Ein Homosexueller, ja, der wird nicht froh sein über eine Gesellschaft, wo er keine Homosexualität praktizieren kann, wo es keinen Homosexuellen gibt. Der wird glücklich auf dem Christopher Street Day sein, beispielsweise. Aber jemand, der, oder glaubt ihr, ein Homosexueller, der wird sich freuen, wenn er in Mekka rumläuft, hat er davon. Oder meint ihr, ein Pilger in Mekka, wenn der nach dem Christopher Street Day kommt, der wird sich dort wohlfühlen? Nein. Deswegen geht es hier um die Interessen. Eine nicht-muslimische Frau oder so eine sogenannte muslimische Frau, die vom Islam keine Ahnung hat, die kann gar nicht die Situation einer muslimischen Frau beurteilen, weil sie ein ganz anderes Ziel hat. Eine Lale Akgün, ja, die vom Islam keine Ahnung hat, nichts vom Islam praktiziert, noch nicht mal im Ramadan fastet, die kann nicht die Situation einer muslimischen Frau beurteilen, weil sie ein ganz anderes Ziel hat. Sie hat ein westliches Ziel. Selbstverwirklichung, Leben, Spaß haben. Das ist das Ziel. Das ist die Grundvoraussetzung. Aber das Ziel von uns ist nicht Spaß haben im ersten Linie, sondern Allah zu dienen, den Weg zum Paradies zu gehen. Und dadurch, dass man dieses Ziel geht, fühlt man sich auch wohl in diesem Weg. Auch wenn es vielleicht schwer erscheint für den Außenstehenden. Wenn man ins Fitnessstudio geht, erscheint es auch schwer. Da liegt vielleicht jemand und drückt 120 Kilo Bankdruck. Ist doch schwer, oder? Ist doch anstrengend. Jemand, der kein Ziel hat, für den wird das eine Folter sein. Man könnte theoretisch jemanden foltern, indem man ihn im Sportstudio verschiedene Übungen machen lässt. Und ihn dazu zwingt. Das wäre für ihn eine Folter. Eine Folter. Hier, mach dies, mach das. Und noch Kilo mehr. Los, drück. Boah. Und er kann nicht mehr. Los, drück. Das ist für ihn eine Folter. Aber wir haben in Deutschland tausende Menschen, die jeden Tag ins Fitnessstudio gehen und sich quälen praktisch, was für andere eine Folter wäre, und sich wohlfühlen. Warum? Weil sie ein anderes Ziel haben. Weil sie das Ziel haben, gut aussehen, deswegen genießen sie das. Deswegen, ja, sage ich ganz klar, viele Frauen sind neidisch auf die gläubige Frau. Und denken, sie wäre unglücklich, weil sie selber ein anderes Ziel haben. Und ich sage an alle Musliminnen, ja, die sich dem Islam zu schreiben. Leute, denkt ihr, Pamela Anderson ist glücklich? Denkt ihr, David Hasselhoff ist glücklich? Denkt ihr, ihr könnt einen auf Baywatch machen? Alle diese Stars, die diesen Weg gegangen sind, alle, so gut wie alle Leute, die später unglücklich geworden sind, die drogenabhängig geworden sind, die psychische Probleme bekommen haben. Deswegen beschäftigt euch mit der Religion und ihr werdet die schönste Glückseligkeit bekommen, die ihr euch überhaupt vorstellen kann, die ihr euch überhaupt vorstellen könnt. Und das gilt auch für die Nichtmuslime, die hier zuhören. Vielleicht, deswegen könnt ihr vielleicht gar nicht nachvollziehen, dass eine Frau Kopftuch trägt. Warum? Weil du beispielsweise ein ganz anderes Ziel hast. Dein Ziel ist es, Männern zu gefallen und du genießt diesen Anblick und so weiter und so fort. Aber denk mal drüber nach, ganz ehrlich. Wie oft ist es so, dass man dann auf einmal auch eine Enttäuschung hat? Und dass diese Leidenschaft, die man entwickelt, durch den Blick und so weiter, eher ein Leiden ist im wahrsten Sinne des Wortes, deswegen auch Leidenschaft. Denk mal drüber nach und heb die Hände zum Himmel, dass Allah euch und uns die Kraft gibt, diese Religion zu praktizieren, beziehungsweise besser zu praktizieren. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.